Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Auf dem Weg zum Haarschneiden. Gestern hatten die ja nicht offen. Hatte heute eigentlich einen Termin bei meiner anderen Arbeit. Check das Video von gestern ab. Da hatte ich bereits einen Termin bei meiner anderen Arbeit. Und heute eigentlich noch einen. Ja, aber der wurde verschoben. Dementsprechend habe ich eigentlich gar keine Ahnung, was ich heute alles so mache. Abgesehen eben vom Haarschneiden, weil heute Abend beginnt das neue Event. Adventure-Woche, Abenteuer-Woche. Drei neue Shinies. Auf die bin ich gehypt. Und eine Menge P für neue Stops. Ja, und da bleibt nicht viel Zeit fürs Haarschneiden. Deswegen muss ich das heute noch machen. So sieht das aus. Von der Tour. Ich habe überlegt, auf der Tour irgendwo zu schneiden, aber man kann den Friseuren, fremden Friseuren nicht trauen. Lieber zum Friseur deines Vertrauens. Schöne Bilder. Ja, bin fertig mit dem Haarschneiden. Ich habe noch keine Produkte drin. Dementsprechend ist das noch nicht die finale Form. Ich mache jetzt einfach Paragen. Und ja, mehr fällt mir eigentlich gar nicht ein. Walking Man. Vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas. Ich mache hier mal notgedrungen ein Burmi-Raid. Ich habe eigentlich auf Shinox gehofft, aber ist irgendwo einer aufgetaucht. Das ist der Weiße. Immerhin habe ich den noch nicht. Eine X-Raid-Arena und eine Arena, wo ich noch die Punkte brauche für Gold. Also ist schon okay. Moment. Ich habe 2 Pässe über, also muss ich einen machen. Und morgen ist die legendäre Mittagspause. Nee, Abendstunde. Mittagspause gibt es gar nicht mehr. Okay, wir wurden kurz unterbrochen von einem, der mich kannte. So. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ah ja, morgen ist die legendäre Feierabendstunde. Ich wollte wissen, was ihr besser findet. Mittagsstunde oder Feierabendstunde? Wahrscheinlich Feierabendstunde. Ich werde wahrscheinlich durchmachen, also mitmachen und abgehen mit den Kollegen. Ich habe Bock auf die Arena-Punkte und ja, vielleicht kann ich mir noch einen Shiny schnappen. Ja. Abgesehen davon, ich mache jetzt hier noch ein paar Gehen und dann war's das. Dann warte ich auf heute Abend, bis das Event startet und dann sehen wir uns wahrscheinlich dort wieder. Und dann gebe ich euch so alle Updates vom Event, welche neuen Quests am Start sind, welche neuen Raids. So, Event läuft. Wir waren gerade live. Und jetzt habe ich mir noch dieses Video hier angeschaut von FLW Videos. Und da testet er das Catchmon. Ist ein GoPlus, ist ein Gacha, ist automatisch und es verbindet sich mit 2 Geräten gleichzeitig. Also der Nachteil, also der Kleine läuft halt bei mir zum Beispiel eigentlich nie. Und ich habe ja eigentlich das hier, aber das verbindet sich gar nicht mehr. Ja, und ich kenne halt viele, die haben 2, 3, 4, 5 Accounts. Und dementsprechend auch 2, 3, 4, 5 Gachas, Pokebälle, PokePlus, GoPlus. Und das würde das natürlich sehr erleichtern. Schon sehr interessant, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Event läuft, ich drehe jetzt noch ein paar Runden und wenn ich zurück bin, dann gibt es wahrscheinlich ein paar Infos bezüglich Quests und Raid-Bossen und sowas. Also sehen wir uns später. Vielleicht habe ich ja bis dahin ein Shiny gefangen. Unwahrscheinlich aber. Yo, ich bin wieder zurück. Nur eine kleine Tour. Ich gehe gleich pennen, ich bin echt müde. Die Quests sind ziemlich gut. Raids, um ehrlich zu sein, nicht ein interessanter Raid mit dabei. Wir können auch mal kurz rüberschauen. Wo war das hier? Raids. Einser, Kabuto, Liliep, Anorit, Kleinstein und Ammonitas. Zweier, Nasknet, Makago, Mogelbaum und Flunkiefer. Dreier, ah, das ist doch interessant. Dreier, Lunastein und Sonnenfell für die Scheinjäger. Portrott, Onyx, Aerodactyl. Vierer, Lizaros, Despotar, Stolos, Absol, Alola, Knogger und Fünfer, Cresselia. Also Lunastein und Sonnenfell wahrscheinlich das einzig Interessante. Lunastein und Sonnenfell sollen auch erhöht sein. Und die gibt es halt Shiny. Ziemlich selten. Könnte man vielleicht ausnutzen. Aber die Quest finde ich ziemlich gut. Wir haben da zum Beispiel Fange 5 Stoll Junior,
für einen Metallmantel. Das könnt ihr vergessen. Das braucht man nicht. Entwickle ein Lilieb oder Anorit für Onyx. Und Onyx gibt es jetzt Shiny. Das ist sehr interessant, das ist relativ leicht zu machen. Kann man drei sammeln und dann entwickeln und dann bam, absahnen. Brütet zwei Eier aus. Entweder ein Sonderbonbon oder ein Lilieb. Und Lilieb gibt Shiny. Auch relativ interessant. Brütet zwei Eier aus jetzt als Free-to-Play-Spieler nur mit dem Unendlichen. Nicht unbedingt so leicht, aber Samstag ist zum Beispiel C-Day mit reduzierter Kilometeranzahl, ein Viertel nur fürs Brüten. Da kann man zum Beispiel ein bisschen mehr brüten und die Quest machen. Ansonsten macht ihr halt nur Zweier. Wir gehen jetzt zwei neue Stops für den Schilderos. Schilderos an sich ist ein relativ seltenes Pokémon. Aber ja, ich glaube, Safari-Zone war ja auf dem Bild mit dabei. Kann sein, ja, nicht Safari-Zone, GoFest. Kann sein, dass er da auftauchen wird. Ansonsten wahrscheinlich in den nächsten Events, in den nächsten paar Jahren, wird er so oft kommen. Da gibt es zwei neue Stops. Neue Stops. Ist halt nicht so leicht. Und das nur für den Schilderos. Da gibt es 25 Stops, egal ob alt oder neu. Für den Cognodon, das ist schon interessant. 87, 100%. Da werde ich mir auf jeden Fall ein paar gönnen, weil ich habe noch nicht mal annähernd irgendeinen guten. 96, 98, 100, was weiß ich. Werde ich mir auf jeden Fall gönnen, weil ich habe den nicht mal entwickelt. Also sehr nice. Das ist auch ziemlich geil. Verdiene dir drei Bonbons mit deinem Buddy. Und es kommt dann Anorit und der ist möglicherweise Shiny. Wenn du jetzt ein Pokémon nimmst, das normalerweise 1 Kilometer braucht, ist halt reduziert und es braucht halt nur 250 Meter. Das ist halt echt gar nichts. Das kannst du so schnell machen und die Quest so schnell erfüllen. Dann die letzte Quest, fange 5 Kabuto oder Ammonitas für einen Aerodactyl, möglicherweise Shiny. Muss sagen, die Quests sind ziemlich chillig, ziemlich leicht zu machen. Und irgendwie interessieren die mich schon. Cognodon Quest, die drei Shiny Quests. Also Aerodactyl ziehe ich jetzt aber nicht mit, weil der ist schon alt und den habe ich schon. Irgendwie habe ich Bock zu questen, anstatt mir jetzt den Hintern aufzureißen, um neue Stops zu drehen. Ganz ehrlich, ich meine, EP ist halt EP, aber wer braucht schon noch die EP? Ist halt jetzt nicht so wichtig. Und jetzt lieber da die Quest machen, auf Shiny Jagd gehen, auf gute IV gehen, für Cognodon zum Beispiel. Das interessiert mich irgendwie mehr und ich muss mir halt nicht so hart den Hintern aufreißen und da die ganzen Gebiete abklappern, die ganzen Außengebiete. Ich hatte, mein Plan war, alle S-Bahn-Stationen, eigentlich ist ja nur das U-Bahn-Gebiet mein Gebiet, da habe ich halt echt alles abgeklappert, aber so Station für Station, S-Bahn-Station für S-Bahn-Station rausfahren, immer weiter und da dann, ihr kennt euch wahrscheinlich nicht aus, aber zum Beispiel dann Oberschleißheim, Unterschleißheim und dann immer weiter raus. Das war das Lohhof, Eching, Elching, wie auch immer das heißt, Neufahren, also sowas zum Beispiel oder ganz raus bis Erding dann. Aber ganz ehrlich, das Geld, die Zeit, die Mühe kann ich mir sparen und einfach questen. Ich bin noch zwiegespalten. Soll ich jetzt EP machen und neue Stops drehen? Oder soll ich jetzt questen und auf Shiny-Jagd gehen? Meine Frage an euch, was interessiert euch mehr? Was würdet ihr machen? Ich tendiere zu questen und Shinies jagen. Aber wofür ich mich entscheide, das seht ihr ja dann in den kommenden Videos. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Event findet, wie ihr die Quest findet und worauf ihr euch konzentrieren werdet. EP und neue Stops oder Quests und Shinies. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.